So, dann der Bastelzeit und ich habe einen Fehler gemacht. Ich war wieder auf so einer Auktionswebsite und habe Dinge gesehen. Ja, heute geht es deswegen um den Bereich mobiles, drahtloses Audiozeugs. Ja, wenn ich mobil irgendwie ohne Draht Audio haben will, dann habe ich meistens hier einfach irgendwelche billigen In-Ears mit Bluetooth. Die sind halt für so unterwegs ganz okay. Aber, naja, ihr könnt euch vorstellen, wenn das Mikrofon im Ohr sitzt und nicht am Mund ist, das ist jetzt nicht so berauschend. Und auch der Ton durch die kleine Bauform eher meh. Hab mir deswegen irgendwann noch ein MPOW H7 geholt. Das ist so ein Kopfhörer mit Bluetooth. Klappt auch ganz gut. Die Batterielaufzeit ist super. Also das Ding hält locker mal einen Tag durch. Das ist überhaupt kein Problem. Und auch der Ton, den man so auf die Ohren bekommt, der ist ordentlich. Mikrofon mäßig. Man kann es benutzen, aber es ist nicht die schönste Audioqualität. Und was mir auch noch aufgefallen ist, die Firmware ist ein bisschen wackelig, je nachdem welche Töne man abspielt. Gerade in Videokonferenzen oder so habe ich es immer wieder, dass die Verbindung einfach abstürzt. Und das über mehrere Geräte, also sowohl am Handy als auch am Rechner. Also ich glaube nicht, dass es da am Treiber liegt. Nun gut, darum soll es aber nicht gehen. Ich sagte ja, ich habe da was geschossen auf einer Auktion und das ist das Ding hier. Ja, Republic of Gamers, also Asus Tech müsste das, glaube ich, sein. Und zwar ein Strix Fusion Wireless 2,4 GHz Gaming Headset. Ja, wenn Gaming dran steht, das ist meistens eher so. Aber, ja, Gamer, die wollen üblicherweise auch ein bisschen was an Audioqualität. Von daher erwarte ich jetzt nicht das Schlimmste. Und das Ganze kompatibel auch noch mit PlayStation, whatever. Die Sache ist, das Ding hier ist, wo steht's? Da steht's Liquidation. Das Ding hier ist ein Kundenrückläufer. Okay. Kundenrückläufer kann viel sein. Also gucken wir mal, was wir bekommen haben. Das Ding hat halt irgendwie ein Zehntel vom Neupreis gekostet. Und hey, da kann man es mal ausprobieren. Also machen wir mal den Deckel auf und... Okay, ist schon mal drin? Okay, ja. Stimmt. Jetzt, wo ich das so sehe, das Ding ist gar kein Bluetooth, wie es aussieht. Schade. Na gut, wir haben den Kopfhörer, wir haben hier einen Fusion-Empfänger. Das ist so ein kleiner Pinöppel. Einerseits kann ich es verstehen, weil Bluetooth und Audio, das ist halt, ein schwieriges Themenfeld. Prinzipiell, ja klar, man kann irgendwie ein Headset bauen und das an Bluetooth dranhängen. Das machen die ganzen Dinger hier ja auch. Aber Bluetooth hat halt sehr viele verschiedene Codecs, die verschiedene Sachen können. Die einen haben eine geringe Latenz, also dass man nicht so viel Delay hat. Die anderen haben eine sehr viel höhere Audioqualität, aber man weiß nie, was da gerade das Handy oder der PC da wirklich unterstützt, weil es da irgendwie 1000 Patente und Lizenzen gibt, die man kaufen muss und jeder hat unterschiedliche. Das umgeht man hiermit natürlich, heißt aber auch gleichzeitig, naja, zum einen, ich kann es nicht mal eben am Handy betreiben, jedenfalls nicht ohne das Dongle einzustecken. Und so kleine Dongle, da hat man immer das Problem, wenn man da diverse andere Dinge rumliegen hat, welcher ist denn jetzt der richtige? Das, was wir jetzt hier haben, ist ein USB-Stick, ein WLAN-Adapter und ein Audio-Adapter. Ja, das wird dann irgendwann halt unübersichtlich. Na gut, legen wir das mal auf Seite und gucken uns den hier an, wie der aussieht. Wie gesagt, ist ein Rückläufer, also wahrscheinlich gebraucht. Sieht bisher aber ganz okay aus. Dann gucken wir gerade, hier steht irgendwas noch auf der Ecke, das unten drunter was sein soll. Was haben wir da noch? Anleitung, Garantiekarte. Moment mal, Garantiekarte? Ich könnte es also auch einfach einschicken, oder? Okay, nee. Und, hey, sogar ein Micro-USB-Ladekabel. Wow. Nicht, dass ich davon nicht genügend hätte. Aber gut. Weiter geht's. Legen wir den ganzen Kram auf Seite und gucken uns das Ding mal an. Und? Ich sehe jetzt erstmal nichts. Also es ist auf jeden Fall gebraucht. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sieht, aber hier ist Schmodder an den Tasten. Also wirklich sauber gemacht ist es nicht, aber gut, Schmodder kann man wegmachen. Die Frage ist, klappt es technisch? Das Ganze hier im Übrigen, wie man sehen kann, relativ gut gepolstert, sowohl an den Ohrmuscheln als auch hier oben. Und theoretisch müsste das Ding auch noch ein Mikrofon haben, da hier. Da gibt es auch ein Mikrofon, was man dann nach vorne machen kann. Bin ich mal gespannt. Wie gesagt, die meisten oder alles, was ich privat besitze, hat halt das Mikrofon entweder im Ohr oder bei dem anderen Ding am Ohr im Prinzip.
Prinzipiell habe ich auch mal mit professionelleren Dingen rumhantiert, also sowas wie Jabra oder Plantronics. Die sind speziell für Videokonferenzen dann meistens gemacht. Da ist dann auch hier ein Mikrofonarm dran. Es funktioniert auch einwandfrei. Man hat sehr gute Qualität, wenn es so um Videokonferenzen geht. Aber zumindest die ich in der Hand hatte, da war immer die Qualität zum Hören dann dürftig, um es mal so zu sagen. Na gut, mal gucken, wie sich das hier schlägt. Das ist auch so ein Gummi, was man sich zurechtbiegen kann. Und was ich schon gelesen habe, hochklappen heißt automatisch muten. Ist auch eine ganz praktische Sache. Das benutze ich sehr gerne. Nun gut, ansonsten, wie gesagt, ich sehe mal zumindest hier nichts, was gebrochen ist. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, ja, mal gespannt, was hier dran... Oh, ja, doch was gebrochen. Was ist das? Okay, das ist einfach nur... Ja, das ist einfach nur der Halter für hier oben dieses Kopfpadding, was da rausgebrochen ist. Ha. Also wenn das der einzige Fehler ist, dann bin ich gerne dabei. Das sollte sich relativ simpel wieder irgendwie zusammenkleben lassen. Also das sorgt jetzt wahrscheinlich, ja, das sorgt jetzt dafür, dass hier der nicht rastet. Die andere Seite, die rastet halt in verschiedenen Bereichen ein, wenn wir hier hören. Und die andere Seite, die kann das halt jetzt nicht mehr. Okay, wenn das einzige ist, gerne. Man sieht, man kann so ein bisschen reindrücken, dann hält es auch halbwegs. Ansonsten, ja, die Pads kann man halt im Zweifel zweimal waschen, wobei die sehen eigentlich ganz gut aus. Das, was ich jetzt hier sehe, das sieht mir eher nach Staub aus als nach irgendwelchem Schmodder. Aber gut, wo geht denn das Ding hier an? Schalten wir mal an, gucken, was passiert. Und es piept. Es piept und es blinkt. Das klingt schon mal gut, das heißt, Strom ist drauf. Jetzt gucken wir mal, habe ich hier einen Laptop, wo wir mal diesen Empfänger reinstecken können. Mit Glück identifiziert er sich einfach als USB-Audio-Gerät. Das würde ich so eigentlich vermuten. Das wäre für mich der Idealfall, wenn es darum geht, wirklich mit Dongle zu arbeiten. Einfach weil, wenn sich das als Audio-Device identifiziert, klappt es auch irgendwie auf Linux, auf Chrome, auf Android, auf iOS. Wobei iOS bin ich mir nicht sicher, aber zumindest mal so bei den üblichen Sachen und man muss nicht mit Windows-Treibern rumhantieren. Und Wireless as Input Raw. Ja, das sieht erstmal ganz gut aus. Ja, okay, ich habe ein Audio-Device. Audio-Device ist schon mal gut. Das heißt, jetzt ist auch die LED hier dauerhaft am Leuchten. Dann spielen wir doch einfach mal was ab. Und ich höre was. Aber nur auf der Seite hier. Hier kommt auch, wenn ich drücke, klappt es manchmal. Da ist ein Wackelkontakt. Das ist jetzt natürlich schwer zu hören. Moment, ich probiere das mal gerade, ob wir das irgendwie hier besser hinbekommen. Okay, also, ich denke, damit haben wir dann auf jeden Fall schon mal zwei Fehler. Einmal den hier oben mit dem, wo es ausgebrochen ist. Das ist auf der Seite, ja, auf der Seite hier. Dann der Wackelkontakt von dieser Audio-Coil. Jetzt können wir natürlich noch das Mikrofon testen. Klappen wir das mal runter und kommt hier Ton? Strix Fusion Mikrofon. Hallo, hallo, hallo. Ja, ich würde mal sagen, Ton geht anscheinend auch. Jetzt gucken wir mal. Wenn wir den hier mal zuklappen. Ja, jetzt ist er gemutet. Durchs Hochklappen mutet er und wenn ich runtergehe, unmutet er. Wunderschön. Also, ein Mikrofon scheint auch zu funktionieren. Dann haben wir wirklich nur die zwei Fehler. Nur. Wir haben auf jeden Fall zwei Fehler und die können wir dann auf jeden Fall jetzt mal angehen. Also, packen wir den Laptop mal ein bisschen auf Seite. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Schalten das Ding hier aus. Und gucken mal, was wir hinkriegen. So. Im Übrigen, es gibt wohl hier auch noch einen Touch irgendwie für hoch, runter, links, rechts oder so. Irgendwie so swipen für die Lautstärke. Ignoriere ich jetzt erstmal. Das ist für mich irrelevant, ob das geht oder nicht.
Können wir am Ende noch testen. Gut, erstmal machen wir mal hier die Earpads weg. Die stören einerseits nur und zum anderen will ich es ohnehin mal sauber machen. Okay. Kriegen wir oben das irgendwie anders raus? Nee. Okay, die sind also geschraubt. Das heißt also, die müssen wir wirklich ausschrauben. Gucken wir mal. Dann schrauben wir nämlich die andere Seite mal ab. Dann haben wir das auch lose. Schrauben sehen alle so aus, als ob da außer mir noch keiner dran war. Das ist natürlich ganz praktisch. Wenn es vorher keiner versucht hat, dann ja. Zum einen ist dann die Wahrscheinlichkeit geringer, dass da tatsächlich jemand noch mehr kaputt gemacht hat durch falsche Reparaturversuche. Und zum anderen heißt es natürlich auch, dass wir eventuell das Glück haben, dass ganz einfache Sachen die Ursache sind. Also gerade, ja gut, das hier ist halt nur kleben, aber hier, wir haben ja gesehen, beim Draufdrücken ging es. Vielleicht, dass einfach nur irgendwo ein Kabel da ein Defekt hat oder eine Lötstelle kalt ist. Also, jetzt sehen wir auf jeden Fall ja schon mal den Aufbau auch. Wir haben hier das Gelenk und der sitzt hier drin. Okay, okay, okay. Machen wir die andere Seite auch mal raus. Die ist ja eh gebrochen, von daher ist da eh Kleben angesagt. Dann können wir auch gleich mal hier in dem Bereich gucken. Das Kabel sieht eigentlich okay aus. Sieht mir nicht so aus, als ob wir hier einen Kabelschaden haben. Na gut. Probieren wir uns mal weiter. Wir müssen ja hier irgendwie rein, denn ich gehe davon aus, dass hier drin irgendwo, wenn der Kabelschaden ist. Oder wir zumindest hier drin messen möchten und ich sehe hier so schöne Flächen. Wie viel wetten wir, dass hier drunter eventuell Schrauben sind? Ja, das hier ist ein Klebdeckel und Überraschung, darunter sind Schrauben. Gut, gehen wir mal von 4 Schrauben aus. Und gerade nochmal zur Dings, ja, die Plastiknoppen von der anderen Seite waren auch hier drin, die habe ich rausgeholt. Also auch hier sah es nicht so aus, als ob da jemand anders dran war. Und, ups. Okay, hier sind wir im Inneren. Das müsste sogar, ja, das Gelenk selber ist jetzt auch lose. Wir haben hier unsere Drähte und die sehen erstmal alle okay aus. Nicht schön gelötet, aber die sind da. Wir haben sehr viel Flussmittel, was hier gelaufen ist. Hat da doch jemand nachträglich gelötet oder ist das von der Herstellung? Ich bin mir da nicht so sicher. Ja, wir haben hier einen Anschluss J-Bad 1. Der geht nach hinten. Das heißt, hier dahinter scheint dann auch noch ein Akku zu sein. Na komm, holen wir das Ding hier auch noch raus. Um mal zu gucken, wie die Rückseite aussieht. Wenn wir schon mal hier sind, dann gucken wir auch mal rein. Könnte also sein, dass der auf beiden Seiten dann eine Batterie hat. Und was haben wir? Ja, Batterie Lithium-Ionen 4,2 Volt 900 mA. Interessanterweise kein Touch, das muss dann an der anderen Seite sein. Okay. Dann machen wir das hier mal wieder rein. Ist auf jeden Fall schon mal interessant, dass man den Akku tatsächlich auch mit einem Stecker dran hat. Das macht es im Zweifelsfall dann natürlich ein bisschen einfacher, einen eventuell in die Jahre gekommenen Akku zu tauschen. Okay, was können wir noch testen? Eigentlich müsste man die andere Seite aufmachen, um das Kabel durchzumessen. Oder hier, mal gerade die Schrauben wieder sichern. Was ist? Ah, ich glaube, ich habe einen Fehler. Hier haben wir einen Kabelbruch. Das sieht sehr nach kaputtem Kabel aus hier. An dieser Stelle. Das heißt also, dieses Hin- und Herbeugen hier scheint da ein Problem zu sein. Interesting. Okay, dann nehmen wir erstmal den hier ein bisschen weiter auseinander. Gucken mal, wie das aussieht auf der anderen Seite. Also, das Ding hier macht auf jeden Fall dem Ruf von Gamer Hardware alle Ehre. Sieht auf den ersten Blick irgendwie gut aus, aber die Qualität ist für die Tonne. Wir haben einmal hier die Stelle, wo es halt definitiv das Kabel ein mitbekommen hat. Das Kabel ist hier geklebt auf der Rückseite, aber was ich jetzt hier unten drin sehe, ist noch so ein riesen Blob an Lötzinn, der einfach lose da drin ist. Why? Das muss doch nicht sein, Leute. Ich meine, kann ja mal passieren, aber zumindest mal so einen losen Blob hier drin, der kann halt ganz schnell Kurzschlüsse machen. Ist jetzt zum Glück nur hier in
dem Bereich vom Lautsprecher. Da ist das nicht ganz so tragisch, aber stellt euch mal vor, hier dieses Ding wäre bei der Batterie irgendwie rausgekommen. Das kann im Zweifelsfall zu einem Rand führen. Eher ungünstig. Wobei der Akku wird eine Protection haben, also dann kein Brand, aber trotzdem. Und wieso ich so gezögert habe? Naja, meine Pinzette hält hier nicht. Stand nicht außen auf der Packung, dass das Neodymium ist. Also wenn, ist es ein sehr, sehr schwaches Neodymium. Na gut, ja, eigentlich brauche ich gar nicht das Multimeter zu holen, weil da ist definitiv das Kabel kaputt, aber for the sake of completeness gehen wir mal auf die Suche, wo mein Multimeter abgeblieben ist und piepsen das Kabel mal durch, aber ich wette ja schon fast, dass das das Problem ist. Na gut, ich lege das mal zur Seite, weil Multimeter muss ich erstmal holen gehen. Zerlegen wir gerade noch die andere Seite hier. Einfach, weil ich mal sehen möchte, was da drin ist und dann kann ich auch direkt das Kabel oben lang durchpiepsen, weil das geht ja durch den Bereich, wo definitiv eine Beschädigung aufgetreten ist. Hier sieht es deutlich besser aus. Hier ist das Kabel so schön gebogen und nichts zu sehen, was irgendwie defekt ist. Wie schaut das hier aus? Okay. Da sind doch ein paar Dinge, die ich nicht erwartet hätte. Wir haben hier zum einen den Verbinder zur Box hier oben. Okay, das ist soweit noch klar. Dann haben wir hier aber noch einen kleinen Schalter und hier ist ein kleiner Punkt zum Reindrücken. Das scheint dann irgendeine Art Reset oder sowas zu sein. Wir haben hier das Mikrofon. Das wiederum drückt hier einen kleinen Schalter. Da hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass das Ding magnetisch abtastet. Und ansonsten haben wir hier die Micro-USB-Buchse, den einen Ausschalter und eine LED. Das ist das, was wir auch von draußen sehen. Zerlegen wir es noch weiter? Ja, komm, wir zerlegen es noch weiter. Okay, und das Mikrofon ist mit dem Kabel dran. Dann schauen wir mal unten drunter. Da müsste ja eigentlich noch irgendwas mit Touch sein. Mal schauen, wie das aussieht. Okay. Definitiv ein bisschen mehr. Wir haben hier unten drin ein fertiges Modul, und zwar ist das ProxSense TPR48 von Asotec. Okay, einen anscheinend eigenen Chip drauf. IQS 572 oder sowas. Das dürfte das ganze Touch-Gedönse sein. Hat dann hier Ground 3,3 Volt und 5 GPIOs. Also wahrscheinlich macht er dann einfach die Richtungen. So 1, 2, 3, 4 und Tap wären 5. Dass der einfach nur wie ein Tastendruck das weitergibt. Und hier haben wir dann unsere Hauptplatine. Sehr viele Testpunkte. Der Hauptprozessor ist... Die Firma sagt mir gar nichts. Okay. Ansonsten, ja, bisschen was drumrum. Wir haben hier einen Speicher wahrscheinlich. Und interessanterweise keine Batterie, das heißt also, ja, Batterie ist wirklich nur auf der anderen Seite und hier haben wir dann die ganze Elektronik. Okay, gut, genug zerlegt. Ich glaube, ich suche mir dann doch jetzt mal mein Multimeter. Ja, dann schauen wir doch mal, was unsere Kabel so sagen. Piept das Ding? Jo, tut es. Und wir wollen von hier nach drüben. Also einmal Ground. Einmal R. Das ist der Sound. Der geht auch. Okay, damit ist das Thema eigentlich schon erledigt. Shield. Ground von der Batterie. Dann haben wir TS. Und Batterie selber. Okay, also das Kabel zwischendrin ist in Ordnung. Gut, ich denke, wir bauen den ganzen Kram dann hier mal wieder so langsam zusammen. Dann müssen wir uns, denke ich, nur drüben um diesen einen Lautsprecher kümmern und halt ein bisschen kleben. So, was wir noch machen können, das ist mal hier zu gucken, wie viel Ohm der Treiber hat, also der Lautsprecher, den wir hier haben.
Dann können wir das nämlich mit der anderen Seite vergleichen. Also, ein Pol, zweiter Pol und das Ding hat 30 Ohm in etwa. Okay, dann haben wir jetzt da schon mal eine halbwegs brauchbare Messgröße. So, den wieder hier rein und dann können wir die Seite hier schon mal schließen. So, und was meint er? Werden wir einen Wackelkontakt haben? Und was messen wir Schönes? Nichts. Überraschung. Und wenn wir jetzt hier wackeln, dann messen wir immer noch nichts. Aber im Inneren, was haben wir da? Im Inneren haben wir unsere 30 Ohm, außen nicht. Also ich denke, wir können uns relativ sicher sein, dass, wie erwartet, das Kabel einen weg hat. Dann schauen wir uns in der Zwischenzeit hier das Gebrochene an. Hier, so sieht das Ganze normalerweise aus. Wir sehen, hier sind diese beiden Teile oben und unten, wo geschraubt ist, sind ausgebrochen. In der Mitte sehen wir hier diese beiden Lücken und das ist das, wo hier dieses Plastikteil durchgeht und diesen Streifen hier, dieses Padding befestigt. Ich muss sagen, das ist auch eine sehr ungünstige Sache, denn man kriegt das Plastik nicht wirklich ab hier von dem Padding. Das heißt also, zum Reinigen eher uncool. Was ich mir vorstellen könnte, ist entweder, dass jemand wirklich versucht hat, hier das Padding zu entfernen zum Reinigen und dabei hier das gebrochen ist, oder einfach, dass er irgendwie hängen geblieben ist, dran gezogen hat und dadurch das gebrochen ist. So oder so, wir haben jetzt hier unsere drei Teile. Und wir sehen auf der Rückseite, da haben wir, diese Noppen hier. Das sind die Noppen, die das Einrasten fürs Hoch-Runterstellen machen. Und die sind dann halt aktuell quasi so ein bisschen kaputt. Ja, kleben wird wahrscheinlich schwierig. Von der einen Seite haben wir halt hier unser Padding. Da können wir nicht allzu viel machen. Und hier auf der Seite, da wird er direkt draufgeschraubt. Das heißt, da können wir auch nicht auftragen. Das heißt also, irgendwie Schienen das Ganze ist wahrscheinlich nicht. Da bleibt dann wahrscheinlich wirklich nur, gute Frage, ein bisschen Sekundenkleber hier auf die Schnittfläche. Hoffen, dass das halbwegs hält. Eventuell kann man hier auf der Seite zumindest von oben noch ein bisschen nachmachen. Wenn das hier was dicker wird, ist das nicht so ein Problem, weil das Padding das ausgleicht. Auf der anderen Seite kommen wir aber leider nicht dran. Also, alles ein bisschen ungünstig hier, so wie das gebrochen ist. Aber gut, ich sag mal so, es ist jetzt kein großer Funktionsverlust, wenn das Ding hier nicht so 100% ist, ja, dann rastet es halt nicht ein. Ich denke, da kann man im Notfall drauf verzichten. Es sah jetzt nicht so lose aus, als ob es direkt wieder zugeht. Na gut, ich suche mal, ob ich noch ein bisschen Cyanacrylat habe, also quasi der klassische Sekundenkleber. Und das sieht doch schon sehr professionell wieder aus, Cyanacrylat, also Sekundenkleber, das sollte passen. Dann gucken wir mal, wie gut wir das hinbekommen. Nicht auf die Finger kommen lassen, zu spät. Das Problem hier bei dem Zeug, bei Sekundenkleber, ist, dass das... klebt das überhaupt noch? Na doch, ein bisschen. Dass das durch Feuchtigkeit ausgelöst wird, dass das settet. Und Feuchtigkeit, zum einen haben wir es in der Luft, aber wir haben es halt auch sehr viel an den Fingern und wenn man da die Haut aufeinander klebt. Das ist eher ungünstig dann. Also gucken wir mal, ob wir das hinbekommen ohne. Nur die Schnittflächen hier so ein bisschen. Glücklicherweise ist das die Rückseite. Da ist das nicht ganz so tragisch, wenn wir ein bisschen sauen. Uff, und jetzt kommen wir definitiv in den Bereich des Gamer-Bullshit-Bingos. Ich habe mir gerade mal die Daten, wenn man so nennen will, auf der Webseite von Republic of Gamers hier aufgemacht und gehen wir doch einfach mal durch. Also, eine kabellose 2,4 GHz-Verbindung, ja,
Okay, kann gut sein. Wie gesagt, Bluetooth wäre auch 2,4 GHz, WLAN wäre 2,4 GHz und ich gehe davon aus, dass der Adapter das dann auch wahrscheinlich in dem Bereich ist. Einfach weil 2,4 GHz ist ein Bereich, wo man eine relativ hohe Bandbreite erreicht. Gleichzeitig haben wir aber auch den Vorteil, dass es halt ein ISM-Band ist, das heißt, man muss keine Lizenzen kaufen, spart man sich als Hersteller Geld. Dual-Antennen-Design, yep, das war auf dem Ding zu sehen, auf dem Board, dass das zwei Antennen hat. Direkte Audioübertragung, da, frei von Unterbrechungen, ja, okay, wegen mir, Akkulaufzeit, lassen wir mal. Und 50 mm, ja, kommt Pi mal Daumen hin. Aber gehen wir mal durch. Drahtlose Performance mit niedriger Latenz. Okay, gut, ja, kann man erreichen mit 2,4 GHz. Aber dann schreiben Sie hier eine verzögerungsfreie Audioübertragung. Das ist es definitiv nicht. Also das ist auf jeden Fall eine Falschaussage. Alleine schon USB hat eine Latenz, die Funkverbindung hat eine Latenz. Also es wird eine geringe Latenz haben. Ja, das mag sein, aber verzögerungsfrei ist die Audioübertragung definitiv nicht. Das duale Antennendesign ist mit einem automatischen Schutzmechanismus ausgestattet. Naja, ich gehe sehr stark davon aus, dass die einfach MIMO machen und auf die Antenne halt umschalten, die gerade die bessere Verbindung hat. Ist jetzt auch etwas weit ausgeholt. Komplexe Verbindung mit mehreren WLAN-Netzwerken. Das kann natürlich noch interessant werden, weil, wie gesagt, 2,4 GHz, da ist auch WLAN unterwegs. Und das kann dann dazu führen, dass, wenn ihr gerade per WLAN sehr viel Daten übertragt, dass dann zum Beispiel eure Audioübertragung gestört wird. Oder ich hatte hier mal ein, ich glaube, ein Philips-Headset war das. Das war so eines der ersten drahtlosen Digital-Headsets. Das war auch 2,4 GHz. Und naja, da war es dann so, sobald ich Musik abgespielt habe auf den Kopfhörern, war im Umkreis von X sämtliches 2,4 GHz WLAN tot. In schwierig. Ja, ansonsten steht hier nochmal irgendwas von 15 Stunden. Okay, 20 Meter Reichweite, ungehindert herumlaufen oder deinen Sitzplatz verlassen, ohne das Audiosignal zu verlieren. Schwierig, also 20 Meter, das ist normalerweise eine Angabe, die man wahrscheinlich bei Sichtverbindung erreicht. Das heißt, in der Wohnung wird das eher geringer sein, denn ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich habe jetzt nicht unbedingt die kleinste Wohnung, aber einen 20-Meter-Raum habe ich definitiv nicht hier. Und naja, sobald eine Wand dazwischen ist, hat man deutlich geringere Reichweiten. Also ich glaube nicht, dass man in der kompletten Wohnung rumlaufen kann. Mal vom Tisch aufstehen und sich strecken, okay, aber Dann haben wir hier die exklusive luftdichte Resonanzkammer. Luftdichte Resonanzkammer, ja, das haben wir ja gesehen. Wir haben da dieses, wo der Treiber drin sitzt, da ist außenrum eine Dichtung. Das Kabel war ein bisschen mit Kleber versehen. Und wir haben auch dieses weiße Ding an der Vorderseite, das ist halt ein Busport. Aber exklusiv, naja, also ich weiß nicht, selbst mein Handy hat eine Resonanzkammer. Das ist eigentlich so der Standard, wenn man ein bisschen mehr Bass haben möchte. Ist zwar gut, dass man das hat, aber exklusiv, naja. Metallabdeckung statt Kunststoff, ja, haben wir gesehen, aber was das mit der Audioqualität zu tun haben soll, damit der Klang unverzerrt bleibt. Also auch eine stabile Kunststoffabdeckung, solange die nicht irgendwie anfängt zu schwingen, sollte die eigentlich keine so große Auswirkung auf den Ton haben. Kompatibilität, Touch-Steuerung, ja. Das Hochklappen zum Stummschalten, haben wir ja gesehen, da ist ein Taster drin. Das ist auf jeden Fall etwas, was ich sehr praktisch finde. Insbesondere, weil es anscheinend in Hardware passiert. Das heißt, es ist meist da nicht auf den Treiber angewiesen oder hat so Späße wie naja, viele Online-Videokonferenzsysteme, die bieten ja einen Mute-Button. Der schaltet das aber nur bei der Ausgabe quasi stumm. Das heißt also, eure Sprache wird, auch wenn ihr gemutet seid, weiter die ganze Zeit übertragen. Und könnte, je nachdem wie das System aufgebaut ist, von gewissen Leuten auch mitgehört werden. Das Problem hat man hier nicht. Und wir haben eine Armory-Software mit 500 auf. Was zum Geier? Das ist jetzt wirklich schwierig. Also Equalizer, okay, ja, macht ja noch Sinn, aber 7,1 Lautsprecher-Pegelabgleich. Dieses Ding hat nur zwei Lautsprecher. Es ist Stereo.
da kann man nicht wirklich 7.1 mitspielen. Da kann man vielleicht ein paar Effekte draufschmeißen, um ein bisschen Echo zu erzeugen, dass das so ein bisschen klingt, aber es ist und bleibt Stereo. Hier unten haben wir dann nochmal die Generationen. Das hier ist das Fusion Wireless. Leider ohne USB oder, ja, USB ist nicht so tragisch, aber leider ohne Bluetooth. Das heißt also, ja, gibt leider nichts, das ans Handy zu hängen. Hier ist auch nochmal erwähnt, 7.1 Virtual Surround hat der hier nicht. Wir haben keine Beleuchtung, kein RGB. Also, ja, wieso man das dann Gaming nennt. Ich dachte, ohne RGB geht kein Gaming heutzutage. Und ein analoges Bügelmikrofon, die anderen haben teilweise ein digitales. Ich weiß jetzt nicht, wo da der Unterschied sein soll. Jedes Mikrofon ist erstmal analog. Und hier das Headset wird die Daten danach digitalisieren, weil analog über Funk eher nein. Ja, okay, gut. Es ist auf jeden Fall... ja, man legt manche Sachen sehr, sehr weit aus. Also da ist sehr viel Marketing-Sprech drin. Und ja. Ja, hier haben wir noch technische Daten. Hier haben wir nochmal das Festplattenmaterial, Neodymium-Magnet. Ja, okay. Kopfhörerimpedanz 32 Ohm, ja, da waren wir mit unserer Messung noch nicht mal so weit weg. Kein AI-Mikrofon, keine Geräuschunterdrückung, keine Lärmunterdrückung. Faltbarkeit, yes, also... Ich kann das Mikrofon einklappen und die Dinger zur Seite machen. Ich hätte es jetzt nicht faltbar genannt. Na ja, gut, es sollte Ton ausgeben und ich hoffe, der Kleber ist inzwischen mal trocken. Also, ich gehe mal wieder rüber. In der Zwischenzeit, da ist auch dieses flüssige Isolierband ein bisschen getrocknet, was ich drauf gemacht habe, um wieder diese Muschel abzudichten. Das sollte ja möglichst luftdicht sein, dass der Bass dann auch durchkommt. Und ja, ich hatte einfach nur das Ding ein bisschen kürzer gemacht innen drin. Das heißt, ich mache jetzt außen einfach das Kabel, das alte, wieder dran. Die Stelle, die kaputt gegangen war, wird gelötet mit ein bisschen Schrumpfschlauch drüber und dann hat sich die Sache. Und damit sollte der Wackelkontakt eigentlich auch weg sein. Ja, prinzipiell läuft das Ganze jetzt wieder. Ich habe wieder auf beiden Ohren hier meinen Ton. Wie man sieht, das Mikrofon klappt auch. Und Noise Reduction, auch wenn er jetzt aktiv nichts hat, ich würde sagen, so schlecht ist es nicht. Jedenfalls danach zu urteilen, dass im Hintergrund halt gerade noch so ein bisschen Metal läuft und man hört es, denke ich, nicht so groß. Die Touch-Bedienung klappt auch so einigermaßen, also lauter, leiser funktioniert, aber das Ding gibt keine Rückmeldung an den Rechner und ja, die anderen Sachen meldet er halt auch nicht, eventuell, dass das halt wirklich nur mit dem Originaltreiber von Asus da geht. Müsste man mal gucken, aber ich fürchte, der ist Windows-only. Am Ende, solange ich die Lautstärke regeln kann, ist das für mich erstmal ausreichend. Und ja, war jetzt halt irgendwie ein Kabel neu anlöten, ein bisschen sauber machen und ein bisschen was kleben. Dafür halt, wie gesagt, nur ein Bruchteil vom Originalpreis. Und naja, funktioniert im Prinzip. Reichweite ist sehr überschaubar. Also sobald ich hier irgendwie so einen Raum weiter bin, ist da Schluss. Aber hey, naja, dafür sind sie halt auch meistens nicht gemacht. Ist halt kein Headset oder Soundsystem, was für die komplette Wohnung gedacht ist. Aber zumindest mal, um irgendwie ein bisschen mal vom Arbeitsplatz aufzustehen, ein bisschen rumzulaufen, da funktioniert's. Und ja, wie ihr hört, tut das hier jetzt auch, was es soll.